Servus, Salve und Hallo, Freitagabend, es ist der 9. September. Bevor ich mit euch in den DAX gehe, die zwei Sachen hier, die sind am Mittwoch. Zum einen ist das hier der André Stagge und hier mein Chef, der Jens Labusch. Die machen am Mittwoch ein kostenfreies Webinar. Da muss man wissen, die sind keine kurzfristigen Händler. Die haben also überwiegend waren die im Fondsgeschäft. Das ist mal eine ganz andere Sichtweise als das, was ich habe. Das ist also deutlich langfristiger. Hochinteressant, die hatten neulich schon mal ein Interview miteinander und hier ist das so ein Miteinander und deswegen den Link von diesem Webinar, Kapitalmarktbesprechung, den stelle ich bei YouTube unten drunter. Und die sind, das stimmt ja nicht ganz, die sind wahrscheinlich nicht um 18 Uhr, sondern erst um 18.30 Uhr, weil vorher sind die Jungs hier dran. Die machen auch mit mir in der App rum. Follow My Money, das sind die Trading Brothers und die sind auch am 14. von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr dran. Das ist auch immer wieder Genuss, dazu zu hören. Ja, die machen das ganz hervorragend, liegen in der App deutlich vorne. Und auch den Link stelle ich dann rein, dass ihr den habt. Und jetzt gehe ich zum DAX. Das ist der DAX auf Wochensicht. Eine Kerze, eine Woche. Mir geht es hier um verschiedene Dinge. Das eine ist, wir sehen hier unten ganz klar den Boden bei 12.380. Super wichtig. Da ist jetzt auch bei 12.500 das untere Band. Fällt noch weiter. Wir haben hier die 20-Wochen-Linie und dieses hier, was blau sein soll, ist die 200-Wochen-Linie. Gleichzeitig kann ich hier durchaus legitim so einen Downtrend ziehen. Das ist also nach wie vor so ein absteigendes Dreieck. Von der Technik her, über das MACD völlig neutral. Und von der Stochastik her im neutralen Bereich ohne frisches Signal. Und mir geht es jetzt in dieser Analyse, um diesen Bereich hier, um die letzten 4 Wochen. Und da gucken wir jetzt mal hin. Das sind jetzt also die letzten 4 Wochen. Und man kann genau sehen, wie wir von dieser Bewegung hier, von diesen 13.900, ich runde leicht, bis zur 12.600, heute haben wir das 38er Retracement gesehen. Kurz dahinter, bei heute 13.169, liegt die 20-Tage-Linie. Die fällt pro Tag im Moment ungefähr 35 Punkte. Also sind wir ganz grob bei 13.135 in der Nähe des heutigen Tageshochs am Montag. Die Bänder gehen ein bisschen zusammen. Das obere kommt runter, das untere ist schon horizontal ganz leicht steigend. Wenn ich nur das hier sehe, muss ich davon ausgehen, die 20-Tage-Linie bleibt mal kurzfristig im Widerstand. Aber wie gesagt, das ist nur das 38er. Ich fand es heute, muss sagen, interessant zu sehen, wie so nach Viertel nach 5, ihr wisst noch genau, was letzte Woche um 18.04 Uhr oder 18.10 Uhr los war, wie heute nach Viertel nach 5 Positionen abgebaut wurden. So nach dem Motto, oh, das wollen wir nicht nochmal erleben, was wir letzte Woche hatten. Wir sind dann am Montag fett runter auf die 12.600 und haben dann uns erholt. Ja, fast bis zur 20-Tage-Linie. Also das ist auf jeden Fall jetzt hier ein Widerstandsbereich zwischen der 13.115 und 13.150. Das ist nicht so ohne weiteres rauszunehmen. Von der Technik her finde ich ihn grundsätzlich in Ordnung. Der Markt kämpft. Wir wissen jetzt, was los ist mit den Zinsen. Zumindest haben wir diese Sitzung hinter uns. Die nächste ist erst im, ich glaube, es war der 27.10. Ich kann mich da jetzt aber auch mit dem Datum täuschen. Auf jeden Fall erst wieder im Oktober. Und von der Stochastik her sind wir durchaus in Ordnung. So Tage wie gestern, ja, wo wir also eine riesengroße Tagesrange hatten, nicht vom High zum Low, sondern vom High zum Low, zum High zum Low, zum High zum Low. Das war irre. Ich glaube, das waren 750 Punkte. Das ist schwer zu handeln. Und für diejenigen unter euch, die das versuchen zu handeln, dann geht, da müsst ihr in die 5 Minuten gehen. Da könnt ihr nicht in die Stundencharts gehen oder 4 Stunden. Das hat gar keinen Sinn. Das bringt nichts. Also ich finde, nach wie vor erkämpft. Das sollte ein Widerstand hier sein. Das ist eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn wir am Montag direkt da wieder drüber gehen, hat er als nächstes die 13.274. Jetzt dröse ich so ein bisschen auf. Der für mich, der Widerstand, der eigentliche, der ganz wichtige, sind diese beiden Kerzen hier. Und da sind wir bei 13.375, das ist vom 25. und 26.8. Wenn wir darüber schließen sollten, dann haben wir auch Platz bis zu diesem Downtrend, der jetzt am Montag liegt bei 13.700. Im Moment ist aber die wichtigste Unterstützung, also die erste wichtige Unterstützung, 12.600, gefolgt von der 12.380.
kurzfristig, denke ich, der hat durchaus noch eine Chance, aber er darf sich jetzt auch hier nicht verbrauchen oder gar seitwärts gehen. Das wäre doof. Mal zu den Scheinen. Aber bevor ich was zu den Scheinen sage, ich hole sie schon mal hoch. Das sind die hier. In der bayerischen Landeshauptstadt fängt ab dem 17. September ein Volksfest an und das geht bis zum, ich glaube, es war der 3. Oktober. Da treffen sich die bayerischen Ureinwohner mit Familie und Freunden, ne, für Tanz und Lustbarkeit. Und zwar auf einer Wiese. Es werden jede Menge Hirsche erlegt, dass man das passende Gewand auch nähen kann. Und außerdem gibt es Hopfenblütentee in Mengen. Und nach dem Genuss desselben verlässt man gern die Wiese unter Absingen schmutziger Lieder. Ich wurde das ein oder andere Mal in einen solchen Chor eingeladen, dass ich da mitsingen darf. Ich habe mir ein tragbares Sauerstoffzelt bestellt, vorsichtshalber. Ich kann also nicht garantieren, dass ich immer die Filme zu den Zeiten machen kann, wo ihr sie gewohnt seid, also Mittwoch oder Freitag. Definitiv nächsten Freitag nicht, da kommt es erst am Sonntag. Aber das wird ein Heidengaudi, aber freue ich mich sehr drauf. Und das nur mal so als Vorabwarnung. Zu den Scheinen. 12.356 liegen wir hier ein bisschen drunter. Im Moment tue ich mich noch schwer, den zu kaufen, weil ich glaube halt, dass das hier so ein Widerstandsbereich sein wird. Aber sollten wir noch mal runtergehen, unter eine 13.000, so eine 12.900, ohne nennenswerte Nachrichten, ja, sowas wie letzte Woche, ist das der Schein meiner Wahl, weil ich da ein bisschen Abstand habe. Unterm unteren Band, unter diesem Tief, 12.356, im Moment ein 18er Hebel, das ist die KB9RWZ. Und beim Put bin ich bei 13.900, dann bin ich hier in der Nähe des oberen Bandes, was ja weiter fällt. Das ist ein 15er Hebel, das ist die KG6V8Q. Das werde ich mir genau anschauen, wenn ich sehe, wie lange der Markt hier braucht, um über diesen Bereich hier drüber zu gehen. Wenn er länger braucht, werde ich nehmen, weil ich dann davon ausgehe, dass wir dann nochmal ein bisschen Schwung holen, um hochzugehen. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.